Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 17. Mai, 8.31 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir blicken einmal auf den Chart und wir sehen 15.400, the big number. Ich habe hier eine andere Einstellung, die darf, sollte ich jetzt mal nicht wählen. Das war ein Test. 0,001. So. Big Number Einstieg und 15.407 Long und 15.392 Short. Das ist die erste Big Number, die wir heute erstmal anvisieren. Wir haben, ihr seht es hier, ein Gap, eine Kurslücke von Freitag und wir schauen mal auf die Blue Boxen am Freitagabend, spätabends 19, 18, 27 sauber in den Gewinn gelaufen, eine 19er. Ist sauber in den Gewinn gelaufen. 22er, 24er. Also da waren einige dabei. Wir haben am Freitag nochmal schön hier die Trades gemacht. Trotz an dem Brückentag war gute Vola vorhanden. Wir blicken jetzt auf den grünen, auf die linken, auf die grünen Boxen. Hier sehen wir, am Freitag war um 15 Uhr gab es ein paar Trades. Ansonsten haben wir, ihr seht es hier, versucht diesen Ausbruch sauber zu traden. Das versuchen wir natürlich heute auch. Und wir blicken einmal auf die Bola-Boxen, wo sie dann reinkommen. Also geplant ist direkt an der Big Number 15.403 zu 15.388. Ja, jetzt muss ich erstmal meine Kontohistorie anpassen. So. 15.403 zu 15.388. So, wird sie reinkommen? Für die, die jetzt gleich wieder später reingekommen und fragen, wo ist denn die Vola-Box? Also dort. Jetzt gehen wir einmal auf die großen Zeitebenen und gehen heute, starten wir mit Ethereum. Ethereum 3.427 ist also hier ein Stück zurückgekommen. Wir sehen es auf den Wochenchart, Daily Chart. 4 Stunden sind wir short. Stunde short. 30 Minuten short. 15 Minuten short. 5 Minuten sind wir wieder long in diesem Markt. Wir bleiben bei den Kryptos. Gehen runter und schauen uns jetzt Bitcoin an. So, Bitcoin fangen wir auch oben an. Tagescharts. Wow, 44. Auf den Weekly Chart haben wir den gleitenden bei 24. Also Daily sind wir bei 44. H4 sind wir short. Stunde sind wir short. 30 Minuten sind wir short. 15 sind wir short. 15 sind wir, 5 Minuten sind wir long. Und auf dem Minutenchart auch. Also Krypto. Ein wenig jetzt gefallen, ein wenig ist gut. Also da gibt es jetzt einfach mal ein bisschen Luft holen oder ist Luft holen angesagt. Die Frage ist, sind das Einstiegskurse oder läuft der Markt weiter? So, wir blicken jetzt auf den amerikanischen Index, den Dow Jones, auf Tagesbasis Long, Wochenbasis Long, 4 Stunden Basis Long, Stunde Long, 30 Minuten Long. 15 Minuten sind wir eher unterhalb der Linie und hier sehen wir, auf 5 Minuten sind wir oberhalb. Also da ist der Markt long. Wir blicken hier mal auf die Tagesstrategie Pro. Wie sieht das Ganze dort aus? Auch auf Daily Basis haben wir ja gesehen, hier, wir haben das High und der Markt korrigiert hier ein wenig. Kommen wir zu Gold. Gold weiterhin long. Wir nehmen hier mal heute die Fibonaccis. Bis wohin? 61,8 sind wir aktuell beim Gold. Also wenn er da rüber schafft, dann ist die Bahn weiterhin frei. Vorlage Zickzacklinie. Wir sind auf Daily Basis Long, auf Wochenbasis auch Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Minuten Long, 5. Also in allen Zeitebenen ist dieser Markt aktuell Long. Das nur der Hinweis und kommen wir zu Good Old German DAX und fangen wir an auf den Daily Basis, Daily Long.
Weekly Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, seit Freitag wieder kräftig, 30 Minuten Long, 15 Minuten Long, 5 Minuten Long, 5 Minuten Short, wir sehen es hier, und Minute auch Short. Das Ganze nochmal auf den Tagesstrategie Pro, weil wir den DAX ja handeln. Auch hier sehen wir die beiden Unterstützungszonen. Hier einmal da, einmal da. Da bin ich gespannt. Kopf, Schulter, Kopf, Schulter. 15.404 auf Weekly-Basis sehen wir die letzten beiden Wochen. Einmal hier tief zurückgekämpft, tief zurückgekämpft. Mal gucken, wie es diese Woche wird. Also das sieht nach wie vor stabil aus. Und wir sind jetzt in unserem Eröffnungstrade Long in der Big Number. Trade Nummer 1 ist Long. Trade Nummer 2 bereitet sich vor bei 15.392. Wir sind im zweiten Trade. Und das bedeutet, wir gehen auf angepasst und auf 50. Wenn er runter möchte, wir haben den Daily Pivot heute bei 15.378. 8 Minuten noch bis zum Start. Ansonsten geht es in Richtung Gap Close. Also zweiter Trade. Doris, Buongiorno, Heiko. Ja, und alle Gäste, die jetzt dabei sind, wir haben heute Christian, der heute den Starterraum macht. Jutta, guten Morgen. Thomas in Hedge, okay. Balle, guten Morgen. 8.52 Uhr. Ich melde mich gleich nochmal. Dritter Trade auf angepasst, auf Gap Closing bei 15.4. 54. Christoph, ich wusste gar nicht, dass wir das heute zusammen machen. Wunderbar. Dann übergebe ich dir das Wort und ich nehme mir einen Schluck aus dem Kaffeepott. YouTuber sind jetzt auch dabei. 32 Sekunden. Die Volabox bei 15.403. So ist der Plan, zumindest bei GPE. Sollte es reinkommen. Blick noch einmal auf MTX. Ist das Ziel noch nicht ganz erreicht. 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und es geht los. 9 Uhr. Wir sind im dritten Trade. Die gestrichelte Linie zeichnet uns unseren Trade an. Und wir sehen die Volaboxen. Einmal unten und einmal oben. Ich werde die obere jetzt erstmal nehmen. 15.435 zu 15.420. Also für die Damen und Herren, die auch einen Hedge-Auflösungstrade haben, sind zwei enge Boxen hier untereinander. Gestrichelte Linie auf dem rechten Monitor. Wir sind jetzt im Gewinn und wir wollen jetzt aber ein bisschen nach oben spekulieren, dass wir dort das sogenannte, diese Kurslücken schließen. Links die Volabox ist aktiviert. Für alle, die jetzt einen Hedge-Auflösungstrade machen wollen, müssen, sind jetzt Short im ersten. Und im zweiten Long. Und wir gehen auch hier ein wenig nach oben. Jetzt einen Schwung nach oben nochmal. So, 0,05 sehen wir auf dem rechten Bildschirm, also die Hälfte unseres Tagesziels schon mal hier erreicht.
vor unserem Ziel 0,06. Wir sind mit beiden Trades jetzt long, mit beiden Trades long, und jetzt wird beides geschlossen und Tagesziel erreicht. Es ist 9.05 Uhr. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Wir machen morgen ganz normal weiter und auch jetzt natürlich im Live-Trading-Raum. Verabschiede mich hier und gute Trades noch.